Ja, gut. Ja, alles gut. Sehr schön. Solche aufwendigen Kuchen gibt es nur zu besonderen Anlässen. Und der Spatenstich für ein neues Teilstück der A14 ist so einer. Aber der Reihe nach. Am 27. August 2018 war es in Lüderitz soweit, das A14-Teilstück bis Tangerhütte konnte offiziell in Angriff genommen werden. Die Wichtigkeit der A14 ist wegen der offensichtlichen Effekte wie bessere Erreichbarkeit und damit größere wirtschaftliche Attraktivität offensichtlich. Sie spiegelt sich auch in der angereisten Prominenz beim Spatenstich wider. Sowohl Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff als auch Landesverkehrsminister Thomas Wehbel waren ins beschauliche Lüderitz angereist. Der Ministerpräsident hatte auch noch einen weiteren Grund im Gepäck, warum die A14 so wichtig für das Land ist. Es geht ja vor allen Dingen auch darum, dass wir es schaffen, die Trendumkehr hinzubekommen. Das heißt, die demografische Entwicklung kann nur mit neuen Arbeitsplätzen und verbesserter Infrastruktur in ein anderes Niveau gehoben werden. Und da sind wir mitten dabei. Das freut die Wirtschaft, vor allem auch die Junge. Für Stefan Wolf, den Vorsitzenden der Wirtschaftsjunioren Altmark, ist aber auch die Internetanbindung wichtig. Die digitale Autobahn ist zwar auch sehr, sehr wichtig, um die Unternehmen ordentlich ins Netz einzubinden, um Arbeitsgeschwindigkeiten herzustellen. Nichtsdestotrotz fallen ja Transportwege, die außerhalb des Internets gemacht werden müssen, nicht weg. Und deswegen sind aus unserer Sicht beide Autobahnen, sowohl die A14 als auch die digitale, ein extrem wichtiges Thema hier in der Altmark. Neben den Größen der Landespolitik hatte sich auch der Verkehrsminister des Bundes, Andreas Scheuer, angekündigt. Für IHK-Präsident Klaus Olbricht ein guter Anlass, mit dem Regierungsmitglied ins Gespräch zu kommen. Wenn er schon mal da ist, würde ich gerne über die weitere Entwicklung der Altmark sprechen mit ihm, Richtung Infrastruktur, Richtung auch diese Nordspange, die wir brauchen. Also wir müssen dann, wenn wir nach Norden können, auch in Richtung Westen fahren. Da müssen wir mal drüber reden, die ist nämlich noch nicht im Verkehrswegeplan. Das ist ein Thema und einfach nur mal gucken, wie die Altmark weiterentwickelt werden kann. Das kann man mit ihm sehr gut besprechen, ja, heute. Der Bundesminister kam, allerdings etwas verspätet. Nicht verwunderlich bei der aktuellen verkehrstechnischen Anbindung. Von dieser Warte aus ist die Altmark auf der Landkarte immer noch eine Lücke. Und die müssen wir schließen. Natürlich mit Blick auf die Landkarte. Deswegen macht ja der Bund dieses Investitionsprojekt von 1,5 Milliarden, wenn ich die 155 Kilometer zusammenrechne. Jetzt sind wir gerade ungefähr mit 200 Millionen Euro bei zwei Bauabschnitten am Start mit Investitionen, das ist schon Wort. Und dazu steht auch der Bund. Und wenn Baurecht ist auf den weiteren Abschnitten der A14, dann bauen wir auch. Allein eben dieses Baurecht ist aber der große Hemmschuh beim Bau der A14. Zwar ist seit dem Spatenstich des letzten Teilabschnitts von Kolbitz bis Tangerhütte nur knapp ein Jahr vergangen. Das ist IHK-Vizepräsident Adolf Hese aber noch zu lange. Man hätte vielleicht schon viel früher auch die anderen Bauabschnitte, aber wir kennen das ja auch, dass die juristische Schiene an und für sich in Deutschland auch immer eine schwierige Schiene ist. Nicht? Jetzt müssen alle Beteiligten berücksichtigt werden und es muss natürlich dann auch für alle Beteiligten irgendwie ein Konsens gefunden werden und das dauert eben seine Zeit. Ne? Im Fall des Bauabschnitts von Tangerhütte bis Lüderitz mag das geklappt haben. Ganz anders sieht das aber noch beim Folgeabschnitt von Lüderitz bis Stendal aus. Aber es fehlt Baurecht für diesen Abschnitt von Lüderitz bis nach Stendal. Das sind dann gut 30 Kilometer, die wir dann in einem Stück zusammenbauen werden. Ich hoffe, dass die Tradition, die der BUND in den letzten Jahren geändert hat, nämlich jeden Abschnitt zu beklagen, auch hier greift. Und ich bin optimistisch, dass wir hier, wenn wir Baurecht haben, auch bauen können. Sie haben es ja vorhin gehört, der Bund sichert die Finanzierung, wir sichern den Bau und dann gibt es für die Altmark-Autobahn keine Probleme. Dann hat auch das Warten der Bürger ein Ende. Sie stehen der Autobahn mehr als aufgeschlossen gegenüber, wie Carsten Wulfänger, der Landrat des Landkreises Stendal, weiß. Der Wille in der Region für diese Autobahn ist natürlich ungebrochen, schon seit 10, 20 Jahren ungebrochen. Das heißt, die Menschen wollen die Autobahn hier haben und dadurch sind sie natürlich auch bereit, Grundstücke zur Verfügung zu stellen. Wenn es nach dem Plan des Bundesverkehrsministeriums geht, dann soll 2030 die Strecke bis an die Ostsee durchgängig befahrbar sein. Die Altmärker hoffen schon auf einen früheren Termin.